Covid-19 hat unser Leben fundamental verändert. Um die Pandemie zu überwinden und zur Normalität zurückzukehren, muss genügend Impfstoff zur Verfügung stehen. Das deutsche Pharmaunternehmen BioNTech will den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen und setzt dafür auf die Hilfe seines langjährigen Partners Siemens. In erstaunlicher Geschwindigkeit hat BioNTech den auf mRNA basierenden Covid-19-Impfstoff Comirnaty entwickelt. Im September 2020 übernahm das Unternehmen eine Produktionsstätte für biotechnologische Produkte in Marburg. In Zusammenarbeit mit Siemens wurde das Werk für die Produktion des Covid-19-Impfstoffs umgerüstet. Ein Projekt, das normalerweise ein Jahr oder länger dauert. Aber BioNTech und Siemens ist es innerhalb weniger Monate gelungen. Und das, obwohl infolge der Pandemie ein Großteil der Arbeit von zu Hause erledigt werden musste. Es galt, die bisher statische Produktion auf eine mobile Produktionsweise mit zahlreichen Einwegkomponenten umzustellen. Erfahrene Experten von Siemens nahmen die notwendigen Anpassungen der Anlagen vor. Um einen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen das Coronavirus zu leisten, arbeiteten sie mit größter Leidenschaft, unermüdlichem Einsatz und Engagement für Technologien, die dem Menschen dienen, an diesem Projekt. In nur 2,5 Monaten entwickelten sie die Hauptkomponenten des neuen Produktionssystems. Die Umstellung der gesamten Anlage gelang in nur 5 Monaten. Die neue Anlage basiert auf OpCenter Execution Pharma von Siemens als neuem Manufacturing Execution System sowie der neuesten Version des Prozessleitsystems SIMATIC PCS7. Dadurch werden sowohl die Kompatibilität mit den Anforderungen von Industrie 4.0 als auch die Zukunftsfähigkeit gewährleistet. Das neue MES ermöglicht eine vollständig papierlose Fertigung und unterstützt damit eine besonders hohe Reinraumklasse. Die Dokumentation von Chargenprozessen erfolgt vollständig elektronisch. Prüfungen erfolgen automatisch und auf Basis des Review-by-Exception-Ansatzes. Automatisierungslösungen sind nahtlos integriert. Außerdem werden die Mitarbeiter durch die rund 50.000 Arbeitsschritte geführt, die für die Produktion von Messenger-RNA notwendig sind. Hypercare und eine rund um die Uhr verfügbare Rufbereitschaft während der Umsetzung sorgten für einen reibungslosen Produktionsstart. Im April 2021 wurden die ersten Impfdosen aus Marburg ausgeliefert. Aber der Wettlauf gegen die Zeit ist noch nicht vorbei. BioNTech und Siemens bauen daher auf ihren hervorragenden gemeinsamen Erfahrungen auf und arbeiten nun im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft an neuen Projekten, damit überall auf der Welt schneller eine neue Normalität einkehren kann.